Herr Regierungschef, Stellvertreter, die Energiestrategie 2020 liegt nun vor. Jetzt haben Sie gesagt, zum Beispiel der Eigenversorgungsgrad soll um 20% gesteigert werden. Das klingt erstmal spannend. Die Frage ist, wie soll das passieren und vor allem in so kurzer Zeit? Wir haben im Strombereich zum Beispiel konkrete Sachen, die anstehen. Es wird eine Prüfung vom Alpenkraftwerk am Rhein zur Diskussion stehen. Nicht vergleichbar mit dem Rhein-Kraftwerk wie vor 20 Jahren, aber es ist ein Thema, das man sich anschauen muss. Man könnte dadurch den Eigenversorgungsgrad gerade um 25% bis 50% steigern, je nachdem, wie viele Staustufen das man realisiert. Wir sind das Windpotenzial im Strombereich am Abklären. Wir reden über Geothermie zum Beispiel. Dort muss man entscheiden, ist es künftige thermische Nutzung, wird die Energiequelle verstromt, wie immer. Also es sind einige Potenziale vorhanden. Die Frage ist, ob man sie ausnutzen oder nicht. Da, weil Sie gerade die Geothermie ansprechen, habe ich jetzt gerade noch lesen können in der Kürze der Zeit, Tiefengeothermie ist offensichtlich vom Tisch, stimmt das? Nein, es ist noch nicht vom Tisch. Es hätte mal Vorabklärungen gegeben und man würde in Zukunft schauen müssen, wie man mit dem Thema wieder umgeht und ob man's, und wenn man es aufnimmt, in welcher Form man es wieder aufnimmt. Ein weiterer Punkt ist die Steigerung der Energieeffizienz, ebenfalls 20%. Wie soll das ganz konkret passieren? Dort haben wir vor allem grosse Einsparpotenzial in den Gebäudehüllen, in unseren Industriebauten, wo wir haben, wo wir heute sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Dort geht es um Themen wie Wärmedämmung, wie Warmwasser und anderes. Und zum letzten Punkt, die Treibhausgasemission, die Senkung 20% unterhalb vom Zielwert von 1990. Damit würde Liechtenstein rein theoretisch das Kyoto-Protokoll erfüllen. Das klingt ja ganz spannend. Wie soll das funktionieren? Es ist eine spannende Frage. Das ist ein Ziel, das wir schon lange verfolgen. Man kann nur mit Nachdruck darauf hinschaffen und versuchen, dass wir die Zielsetzungen, die wir uns selber geben, auch einzuhalten. Wir haben verschiedene Massnahmen hinterlegt und wenn wir die Massnahmen umsetzen, dann schaffen wir es. Aber jede Massnahme, die weniger ist, haben wir da weniger Potenzial. Das ist ja ganz klar gegen den internationalen Trend. Also die Treibhausgasemissionen steigen eigentlich weltweit. Ich glaube, wenn Liechtenstein das tatsächlich schaffen würde, wäre Liechtenstein das einzige Land. Ja, natürlich sind wir das einzige Land. Unser Ziel ist, dass wir im Energiebereich eine Vorbildfunktion reinnehmen können. Und wir haben ja schon x Gemeinden, wo Energiestädte sind und dem schaffen wir weiter. Ist das mal berechnet worden, was das kosten würde, wenn alles umgesetzt wurde? Nein, Kosten haben wir noch nicht berechnet, aber wir wissen, welches Potenzial an CO2 wir einsparen können. Das ist ja neu im Vergleich zu alten Konzepten. Wir haben ein Monitoring-System hinterlegt, das man überprüfen kann.